Ja, und jetzt kommen wir zu jemandem, der die Heimat ein bisschen verlassen hat, aber es ist eben die gleiche Geschichte, Volksgeschichte aus der Region. Er war Koch, hat Koch gelernt, hat die grossen Häuser gearbeitet, wie im Quellenhof zu Bad Ragaz. Aber seine Leidenschaft war noch immer anders, aber die Eltern wollten, dass er etwas Gescheites lernt, wie man so sagt. Sonst werde ich er enterbt, das hat er mir so am Telefon gesagt. Er hat am Wettbewerb teilgenommen, war erfolgreich an der Koch-Olympiade. Und er hat aber auch mal ein Jahr in einem Zirkus gearbeitet als Koch und hat dort seine Liebe zu Tieren entdeckt. Er war dann beim René Strickler, hat dort gesehen, wie der mit Tieren schafft, mit Tiger, mit Wildtier schafft und hat sich gesagt, das will ich auch einmal machen. Er hat seinen Traum umgesetzt, ist jetzt in Deutschland, betreibt dort einen Tierpark auf 90.000 Quadratmeter mit Tieren aus Heim und aus Auffangstationen. Und wie gesagt, es ist eine Erfolgsgeschichte aus der Region, die jetzt ein bisschen weiter weg ist. Er ist heute Morgen um 4 Uhr mit dem Zug zuhause in Norddeutschland abgefahren und ist jetzt extra dahergekommen. Schön sind Sie da. Herzlich willkommen, Remo Müller. Yes. Merci vielmals. Das ist super, im Schweizer Publikum, du kommst auf die Bühne, hast nichts gemacht und kriegst einen Applaus. Merci. Ja, das Ganze heisst ja, es geht ein bisschen um Erfolgsgeschichten. Und meine Geschichte hat angefangen hier in der Gegend, das heisst als Bub. Und wie es eben im Märli heisst, es war einmal und ich bin super fasziniert gewesen, immer von wilden Tieren, von Zirkus. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass meine Eltern dann gefunden haben, Bub, von dem kannst du irgendwann nicht leben, du sollst schon einen richtigen Beruf lernen. He? Und weil ich Tiere gerne hatte, habe ich gedacht, dann werde ich kochen, dann habe ich auch etwas mit Tieren zu tun. Aber der wahre Grund war natürlich, im Hinterkopf war, okay, ich komme irgendwo in die Welt raus nachher, das ist eine tolle Sache. Bin die Kochlehre gegangen, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, im Schlössli Sachs eigentlich als erstes, das ist dann leider zugegangen und dann bin ich ins Zollhaus in Gamsenberg gegangen und habe meine Kochlehre gemacht und habe auch richtig Spass am Kochen gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich als Beste die Lehrabschlussprüfung abgeschlossen habe vom Kanton St. Gallen, dann ist das immer ein bisschen weitergegangen und noch im Wettbewerb bin dann zweitbeste Jungkoch von der Schweiz gewesen, damals. Und das ist mit diesem Wettbewerb immer weitergegangen und das hat schon Spass gemacht und irgendwann bin ich dann eben im Quellenhof zu Bad Ragaz gelandet. Und nach diesen Berufsolympiaden, Ausscheidungen, alles habe ich irgendwann gefunden, gut, jetzt habe ich es eigentlich gesehen und bin dann zum Zirkus gegangen. Bin also vom 5-Sterne-Hotel in den Wohnwagen gezogen. Das war eben der Moment, wo ich dann fast enterbt worden wäre. Und ich habe dann aber gefunden, ey, das ist total spannend und es hat wirklich Spass gemacht, auch die Tiere zu beobachten. Und habe mich dann entschieden, eine Tierpflegerausbildung zu machen. Ich bin in Walter zu Gossau gegangen, das kennt wahrscheinlich fast jeder hier irgendwo in der Region. Habe Tierpflege gelernt und habe das Glück gehabt, dass der Koch ausgefallen ist. Und die haben dann ein Varieté aufgebaut, also auch mit einem Vier-Gänge-Menü. Und dann ist die irgendwann in den Kamelstall gekommen zum Tierpflegerlehrling und hat gesagt, du kannst du eigentlich kochen. Du hast doch mal Koch gelernt. Und die haben gar nicht gewusst, was ich vorher so richtig gemacht habe. Und so haben wir dann ein Varieté aufgebaut. Und das ist unheimlich gut gelaufen. Und nach 2-3 Jahren bin ich aber mehr in der Küche gestanden, als ich bei den Tieren war. Und habe dann irgendwann gesagt, hey, das ist nicht das, was ich wollte. Und dann haben wir ganz einen guten Deal gefunden. Die haben wir nämlich angeboten, ob ich will, 4 Tiger betreuen. Die sind damals neu in den Zoo gekommen und ich habe angefangen, dann mit denen kleine Trainings zu machen. Das konnte man immer um 11 Uhr anschauen. Und am Abend bin ich dann in der Küche gestanden. Und so ist es eigentlich eine runde Sache gewesen. Eigentlich hätte ich in dem Moment aufhören können und es wäre gut gewesen, ich hätte bis in meine Pension dort bleiben können. Aber dann ist etwas passiert, wo man nicht damit rechnen konnte und was mir im Ende relativ viel Geld gekostet hat. Ich habe nämlich meine Frau kennengelernt. Ja. Und sie war auch eine, die gefunden hat, hey, wenn man Ideen und Träume hat, dann müssen wir das verwirklichen. Es nützt nichts, wenn wir mit 50 irgendwo noch daheim sitzen und finden, ah, damals, weißt du noch, hätten wir doch gemacht. Und so ist die Idee langsam gewachsen, dass wir etwas Eigenes machen. Wir haben Hunde. Wir haben Tiger im Schlepptau gehabt, weil ich gesagt habe, ohne die gehe ich nicht. Ich habe 10 Jahre mit denen zusammen geschafft, jeden Tag. Ich war fast mehr mit den Tiger zusammen als eben mit meiner Frau. Jetzt sind wir geheiratet und haben 2 Kinder, ist also alles gut gegangen. Aber
wir sind auf die Suche gegangen. Und zwar haben wir ein Gelände gesucht. Wir sind im Bell, im Hunsrück, Rheinland-Pfalz, etwa 4,5 Stunden. Von da aus sind wir fündig geworden und haben einen alten Freizeitpark gekauft. Der war ziemlich marot, war aber unser Vorteil, es war dann günstig. Weil wir sowieso eine eigene Idee hatten, haben wir eh alles wegmachen müssen. Als meine Eltern das dann auch gesehen haben, wäre ich zum zweiten Mal fast enterbt worden. Aber wir haben ein super Gelände gehabt. Es sind 100'000 Quadratmeter in der Zwischenzeit, wir haben einmal 10'000 gekauft. Die Stadt ist sehr willig, uns auch Land zu geben. Und so haben wir ein Gelände gehabt, und das war der Grund, warum wir weg sind, wo wir hier in der Schweiz nie hätten können zahlen, einerseits, und zweitens ist die Fläche einfach nicht vorhanden. Und wir haben gefunden, egal wo es ist, wir probieren es aus und sind ausgewandert. Und dann ist das Fernsehen ins Spiel gekommen. Das heisst, wir haben bei dieser Serie Auf und Davon dürfen mitmachen. Ist sehr spannend gewesen. Das heisst, ich habe fast in der gleichen Firma Karriere gemacht wie Frau Späni. Nur, dass ich nach 7 Serien abgesetzt worden bin. Sie haben, glaube ich, mehr gemacht, oder? Ja. Also. Gut, aber es gibt eine Nachfolgesendung, alles in Ordnung. So, und es hat uns die Möglichkeit gegeben, dass unsere Idee relativ weit rausgetragen worden ist. Und das ist jetzt alles schön mit diesen Tierchen und so, nur am Ende ist es Fakt, es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das heisst, wir müssen überleben. Ich bin auch nicht so ein Freund davon, um immer zu sagen, oh, die armen Tierchen, gehen uns bitte spenden. Sondern man muss es so aufbauen, dass man überleben kann. Und wir haben das eigentlich auf verschiedene Säulen gebaut. Das heisst, wir haben einen Tierpark, der im Sommer Einnahmen bringt. Wir haben das Jahr jetzt, wir haben mit rund 18'000 Besuchern angefangen, haben jetzt 30'000er Marken dank dem tollen Herbst das Jahr eigentlich ganz gut geknackt. Dann haben wir im Winter ein Essvarieté, was sehr erstaunlich ist. Die Leute auf dem Hunsrück haben so etwas nicht kennt. Die haben das Gefühl, der Schweizer hat es erfunden. Was ganz ein Vorteil ist, wir haben im ersten Jahr, also 2016, zum ersten Mal 1'500 Billets auf den Markt gebracht. Die sind alle ausverkauft gewesen. Und wir haben jetzt mehr als verdoppelt. Wir haben also fast 3'800 Tickets und sind vor 4 Wochen ausverkauft gewesen. Und das ist eine Sache mit einem Werbebudget von 200 Euro. Weil es Mund zu Mund rumgeht, wo einfach auch Glück ist, dass man am richtigen Ort so etwas anfängt. Man hat es nicht gewusst, wie es funktioniert. Es läuft und das hebt den ganzen Betrieb im Winter eigentlich super über Wasser. Und wir haben im Winter natürlich Husky-Touren. Das ist eine tolle Sache. Auch wenn es schneit, haben wir also Leute, die zu uns kommen, weil das ganz eine tolle Sache ist, wenn man friert und kalt hat, mit diesen Hunden oder Wald zu rennen. Das finden alle toll. Und dann meine Frau macht das. Ich bin da innen so ein einer, der dann, in der Sauna sitzt zu dieser Zeit. Ja. Aber wir haben dann auch gefunden, hey, durch die Sendung sind so viele Schweizer gekommen. Wir müssen Übernachtungsmöglichkeiten machen, haben ein Häuschen gebaut, haben Wohnwagenstellplätze gemacht und wir haben wirklich durchs Fernsehen unheimlich viel aus der Region, die uns immer wieder besuchen können. Dann haben wir gedacht, wenn der Schweizer schon mal da ist, dann treiben wir jedem noch eine Tierpatenschaft an. Das kennt man auch aus der Schweiz. Und das ist jetzt nicht so gewesen, dass es nur ein Geschäftsmodell war, weil viele einfach gefragt haben, hey, wie können wir euch unterstützen, wir finden es toll. Und das sind so die Standbeine, die eben auch wetterunabhängig sind, was man beim Tierpark eben nicht sagen kann. Und der Tierpark, der hätte von Anfang an eigentlich anders sein sollen, als das, was man kennt. Man kann sich nicht messen mit riesen Zoos wie Köln, Neuwied, die neben uns sind. Die haben riesige Flächen, die existieren nicht wie wir 4 Jahre, sondern schon seit 180 Jahren. Und darum hätte es anders sein müssen. Und wir haben gefunden, es ist eine super Sache. Wir haben Tiere gesucht und auf einmal haben alle Tierheime angerufen und haben gesagt, sie machen noch einen Tierpark, möchten sie noch was haben? Das war eigentlich wie ausverkauft gewesen. Und so haben wir einfach unseren Tierpark so angepasst und sortige Kek gebaut für die Tiere, die wirklich Hilfe gebraucht haben. Und das war eigentlich eine super Sache gewesen. Das heisst, wir haben zum einen zum Beispiel Zootiere, die einfach einen neuen Platz suchen, weil sie nicht für ein Zuchtprogramm zugelassen worden sind. Und die können dann bei uns unter. Zum anderen
tun wir alle Tiere beschäftigen vom Publikum. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir eine riesen Show machen, aber jedes Tier soll das machen, was es wirklich gut kann. Das sind manchmal Kleinigkeiten, aber man sieht die Tiere halt in Aktion und sie liegen nicht einfach irgendwo im Keg. Und das ist auch etwas, wo man den Gast kann halt ein bisschen länger am Park binden, wenn es jede Stunde irgendwo Vorführung gibt. Dann ist es ganz wichtig, dass wenn man Keg macht, dass man wirklich die Keg gross baut. Die grossen Zoos, die haben oft Millionenbudget, haben wir nicht. Wir haben es aber doch fertig gebracht, zum Beispiel die Tigeranlage haben wir jetzt nochmal erweitert. Wir haben über 4'000 Quadratmeter für die Tiger. Die grösste Tigeranlage in der Schweiz hat etwa 1'500 Quadratmeter. Das heisst, wir müssen uns auch vor den grossen nicht verstecken. Es ist einfach viel Eigenleistung, eine andere Bauweise und es funktioniert auch. Und ich bin dann der Architekt, dann muss ich dem nicht auch noch viel zahlen. Und was eben auch ist, es soll Spass machen. Die Leute sollen Spass haben, aber sie sollen etwas lernen dabei. Das heisst, dass man kann über Tiere reden, über Probleme reden. Und das ist viel einfacher, wenn man zum Beispiel die Abholzung vom Regenwald thematisieren will, wenn man das einem Papagei machen lässt, der wirklich Bäume umschubst und den Mann mit der Motorsäge vom Tisch schmeißt, als ich stand da vorne und erzähle dem Kind irgendetwas. Weil da lässt meistens dann keiner zu. Und ich habe mich dann irgendwann gefunden, habe müssen sagen, okay, jetzt bin ich nicht nur noch der Tierpfleger oder der Koch. Das heisst, ich bin jetzt Parkdirektor geworden. Wir müssen mit Behörden verhandeln, das haben wir alles müssen lernen. Es war gut gewesen, dass wir in jedem Bereich, den wir gemacht haben, eigentlich eine Ausbildung hatten. Sei das jetzt im Koch, im Marketing, in der gewissen Banksache. Irgendeiner von der Familie, der mitgezogen hat, hat also eine Ausbildung gehabt. Und darum denke ich, hat es auch ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich aber auf das Mal müssen Leute leiten. Und da ist ein riesen Vorteil gewesen, dass ich so lange mit dir geschafft habe. Weil das ist eigentlich gar nichts anderes, als ein Team zu leiten. Ja, yeah. Als ein Tiertraining zu machen. So, okay. Wenn wir beim Tigertraining mal anfangen, das ist jetzt nichts für Beamte, weil wenn es ein Problem gibt, musst du innerhalb von 2 Sekunden reagieren und es richtig machen. So, aber man hat 4 Tiere da drin und jedes ist eine eigene Persönlichkeit. Fast wie im Betrieb. Wir haben einen Tiger, der ist relativ klein. Die ist immer zickig und launisch, hat einen Grund, das ist ein Weibli. Da lachen meistens nur die Männer. Also. Aber wenn man die richtig anpackt und ihre Aufgabe gibt, wo sie schnell lösen kann und nicht irgendetwas langsam muss machen, dann ist das der beste Tiger, um irgendjemandem etwas zum Beispiel zu zeigen, wie sie über eine Hürde springt oder so. Das Gegenteil ist der Chef dieser Truppe. Der hat das Problem, der ist immer faul. Das ist in gewissen Betrieben auch nicht anders. Die Angestellten denken immer, der Chef macht am wenigsten. Aber man kann mit ihm so arbeiten, dass ich ihm keinen Befehl gibt, sondern er soll denken, dass er mich jedes Mal überlistet hat und gewonnen hat. Und so kann man den eigentlich super trainieren. Und ähnlich ist es mit meinen Angestellten genau auch. Man muss herausfinden, wer so ein welcher Typ ist. Und dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin. Und was ganz lustig war, ich war dann auf einem Seminar, wo es darum ging, wo jemand so ein bisschen verglichen hat, Tierwelt mit den Angestellten. Und der hat gesagt, als Chef müssen sie eigentlich so sein, dass sie aus ihren Angestellten, die Tauben sind, aus jedem einen Adler machen. Dann habe ich gedacht, super, ich habe 5 Tauben daheim. Und habe mal eine Weile gewartet, aber es ist bis heute noch kein Adler daraus geworden. Und das hat mir dann irgendwo auch gezeigt, ey, wenn du eine Taube brauchst, die super Fähigkeiten hat, die kannst du irgendwo rausschmeißen, sie kommt wieder heim, macht der Adler nicht, dann musst du dir eine Taube holen. Wenn du aber einen Manager brauchst, dann ist es vielleicht besser, wenn du einen Adler holst. Weil ich denke, wenn man die Taube vergleicht mit einer Putzfrau und ich brauche einen Manager, stelle ich auch keine Putzfrau ein und erwarte von der, dass sie in 5 Jahren dann Manager ist. Und so probieren wir immer, Leute halt auch einzusetzen, dort, wo sie gut sind. Und das ist bei den Tieren genau das Gleiche. Wir haben zum Beispiel auch noch eine Affenbande. Und das ist ein schönes Beispiel eigentlich für Teambildung. Wir haben 8 Affen, sind alles Männchen. Funktioniert wunderbar. Solange man die Männer unter sich lässt. So, jetzt ist das aber bei diesen Halbaffen, bei der Katas so, wenn die in Zoos gezüchtet werden, dann hat das Weibli, wo am wenigsten Zähne hat, immer noch mehr Zähne als der oberste Mann. Manche werden sich jetzt denken, kenne ich von daheim.
So. Aber da war es eben so, dass die das höchste Weibli immer die Männer verstoßen hat. Und dann haben wir gefunden, super, das passt zu uns. Wir holen die zu uns, machen eine Männergruppe und die leben da jetzt super zusammen. Würden wir aber wieder das Weibli reinsetzen und die ist noch hübsch, dann hätten wir die grössten Probleme. Und deswegen ist die Zusammensetzung eigentlich immer auch bei uns beim Tiermanagement und genau gleich auch als Betrieb wichtig, wer setzt man wo ein. Und ich glaube, als Fazit kann man sagen, egal wie sich der Zoo zusammensetzt, wir haben vom kleinen Wellensittich bis zum grossen Tiger eigentlich alles dabei. Und ich glaube, das Gesamtpaket macht es aus. Weil man darf nie vergessen, auch so ein kleiner Wellensittich, die lassen wir fliegen über das Publikum, der kann die Leute mehr begeistern als ein grosser Tiger. Und darum finden wir, ist eben so eine Mischung ganz wichtig, dass wir da auch irgendwo eben attraktiv bleiben für alle. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich heute Abend von so weit her doch eingeladen worden bin. Und ich würde sagen, man sieht sich vielleicht nachher noch, hat Zeit für Gespräche. Falls es Frauen gibt, die ihre Männer jetzt auch abstoßen wollen und bei uns unterbringen, finden wir bestimmt eine Möglichkeit. Und die Partnerschaften verkaufen wir ja in der Schweiz auch noch. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch ganz einen schönen Abend. Grossartig, Herr Müller. Der mit der Fernsehkarriere finde ich nach Ihrem Vortrag jetzt, das muss nicht vorbei sein. Also, das ist ja grossartig. Ja, also es ist auch ein super Werbemittel, muss man auch sagen. Also, man hat gesehen, nachdem wir 3-mal im Fernsehen waren, die Staffel war ja mit 6 Sendungen, sind erste Reaktionen gekommen. Also, man hat gesehen, einmal bringt nicht so viel, aber wenn es mehrere Mal ist und das hält immer noch an und das macht eigentlich sehr viel Spass, ja. Ja, nein, ich meine so Samstagabend-Sendung und so, also das würden Sie locker tragen. Ja, es ist, aber seit der Benny Thurnherr nicht mehr ist, haben Sie einen anderen genommen. Brauchen Sie. Ja, brauche immer einen. Nein, ist gut. Also wir kommen zurück aufs Kerngeschäft. Einfach nur noch schnell, eben der mit den Tieren, oder? Der Brad Sutton, der Trainer ist, von der Nicola Spirig und von der Daniela Reif, Triathletin, oder? Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen im fernen Deutschland. Ah, mal, Sie schauen das ist ja das, Sport, ja. Schweizer Fernsehen. Ist das mit der Feuerqualle gewesen, oder? Genau, super. Der hat auch gesagt, ich profitiere jetzt davon, dass ich Ross trainiert habe, mal. Weil die können ja nicht sagen, ob sie müde sind oder nicht. Ich sehe es ihnen an und ich kann meine Athletinnen und Athleten lesen, ob sie wirklich müde sind oder ob sie es nur sagen. Also das ist eine ähnliche Parallele. Das nur noch so genau. Schnell nebenbei. Was ich noch mal zurückkomme drauf, ist das Varieté, das Sie jetzt dann wieder anbieten. Was kann man dann dort dann erwarten? Also dort arbeiten Sie ja dann wieder als Koch. Genau, dort bin ich Koch. Also wir stellen das Programm zusammen. Es sind 8 Artisten. Sind das Jahr, es hat sich so ein bisschen umgesprochen und durch Kontakt haben wir wirklich auch Leute, die in Monte Carlo vor 3 Jahren Preis gewonnen haben. Die können wirklich von Monte Carlo in den Hund zurück. Oder eine haben wir, die ist letztes Jahr in Las Vegas gesehen und kommt nach Bell mit 300 Einwohnern. Und da gibt es ein Showprogramm und ein 4-Gänge-Menü. Und da ist der ganze Abend eigentlich abgedeckt damit. Und da kocht der Chef, oder? Muss er, ja. Muss er. Genau. Das ist niemand, oder? Nein, wir haben schon viele Angestellte, aber weil das ja schon 10 Jahre im Walterzoo gemacht habe, kennt man die Abläufe und dann passt das schon, ja. Wenn man jetzt kommt als Familie aus der Schweiz und sagt, ich würde gerne im Wohnwagen übernachten, wie muss ich mir das vorstellen? Also dann bringen Sie ja den Wohnwagen selber mit, sonst haben wir ein Häuschen, ja, wo man übernachten kann. Und der Vorteil ist auch, wenn der Park zugeht, steht man halt mit im Park und kann mit den Kindern durch den Park gehen. Und das ist immer, obwohl viele Besucher super sind, aber am Abend, wenn wirklich mal niemand dort ist und es ist eine Ruhe, dann ist das auch ganz speziell. Und Ihre Kinder sind ja noch klein, sind sehr klein. Wie gehen die um? Wie sieht der Tagesablauf auf? Mit 2 kleinen Kindern, so viele Tiere, beide arbeiten, die Eltern von ihrer Frau helfen noch mit. Genau, also wir teilen es ein bisschen aufteilen. Zuerst geht meine Frau raus am Morgen, schaut nach innen Tier, dann gehe ich raus. Und der Rest ist, Sie kennen es ja auch. Gut, wir haben keinen Krieger daheim. Nein, aber man muss dann halt ein bisschen improvisieren mit Oma und Helfer und. Und dann funktioniert das aber ganz gut. Sie helfen, Gott sei Dank, der 2-Jährige hilft schon mit. Also von dem her sieht so aus, als könnte die frühe Pension gehen. Also eine wunderbare Geschichte. Gehen Sie mal auf die Webseite. Ich bin schauen, es ist wirklich sehr spannend. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg, dass alles gut geht. Und ja, gerne ein anderes Mal wieder. Danke vielmals für den Besuch. Rema Müller. Okay.